Liebe Pico-Freunde, ich möchte Sie heute vor Weihnachten ganz herzlich begrüßen. Hoffe, dass Sie eine schöne Vorweihnachtszeit haben. Es ist was ganz Besonderes heute, dass wir Ihnen einen Film zeigen vor Weihnachten. Und das Besondere ist, ich möchte Ihnen bereits heute eine Neuheit des Jahres 2024 ankündigen. Es wird sein, eine ganze Zuggarnitur, nämlich der Metropolitan. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Zug zusammen mit der Firma Märklin entwickelt haben. Und dadurch haben Sie den enormen Vorteil, dass wir, wenn wir ein solches Projekt gemeinsam schultern, Ihnen Projekte anbieten können, die es sich sonst nicht lohnen würde zu produzieren, weil gerade bei so langen Zügen wie eine, ich weiß nicht, ich glaube siebenteilig oder wie viele Teile der jetzt hat, hat man sehr hohe Entwicklungskosten und es ist von großem Vorteil, wenn man sagen kann, okay, wir machen das gemeinsam. Also, ich möchte Ihnen heute den Metropolitan als Neuheit für das Jahr 2024 ankündigen. Der Zug ist gefahren 1999 bis 2004. Gezogen wurde er von einer BR 101, die auch in dem Design von dem Metropolitan gestaltet wurde. Und auf der Strecke ist er gefahren zwischen Köln und Hamburg. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einige Details zu dem Zug nennen. Dazu möchte ich Sie einladen, mit mir ins Musterzimmer zu kommen bei Pico. Und da wollte ich Ihnen dann einiges noch zeigen. Also, hier haben wir die Abbildung jetzt von dem Metropolitan. Wir haben hier ein sogenanntes Rendering machen lassen. Rendering, das ist die Darstellung in einer natürlichen Umgebung aus der Konstruktionszeichnung heraus. Das ist was Besonderes, aber ich glaube, hat man ganz schön gemacht. Und hier sehen Sie jetzt also, wie ich schon vorhin sagte, sieben Teile hat der Zug und natürlich die entsprechende BR 101 davor. Wir bei Pico werden zwei Sets herausbringen. Einmal das Basisset, das wird die Lok enthalten, wird den Steuerwagen haben, wird den Endwagen haben und auch einen Mittelwagen. Und es gibt ein zweites Set, was dann vier Personenwagen enthält. Das Besondere bei dem Zug, und da sind wir eigentlich richtig stolz drauf, ist die Innenbeleuchtung. Wir haben hier was ganz Spezielles entwickelt, und zwar eine indirekte Innenbeleuchtung. Also normalerweise hat man ja eine Beleuchtung und dann hat man einfach die LEDs darunter und das strahlt dann in den Wagen ab. Hier lassen wir nach oben abstrahlen und haben damit eine sehr realitätsnahe Beleuchtung. Sieht toll aus, auch entsprechende Farben der Inneneinrichtung, sodass man also hier einen wirklich tollen Zug entwickelt haben. Besonders ist auch, die Wagen werden alle stromführende Kupplung haben, natürlich auch zur Lok hin. Und damit wir auch hier kein Flackern haben, werden wir die entsprechenden Wagen mit einer Pufferspeicherung ausstatten, sodass das also auch bei Stromunterbrechungen nicht gleich das Licht flackert. Die Lok wird in Soundversion dann auch eine entsprechende Ansage haben für den Zugverlauf. Ja, was ist noch zu erwähnen? Also, wir haben natürlich bei dem Steuerwagen auch einen Lichtwechsel dabei und die Führerstandsbeleuchtung ist ebenfalls beleuchtet. Freuen Sie sich auf die tolle Geschichte. Wie gesagt, in der Gleichstromversion gibt es den Zugverband bei Pico und in der Wechselstromvariante werden Sie ihn bei Märklin bekommen und er wird auch in dem entsprechenden Märklin-Katalog dann wiedergegeben sein. Ja, liebe Pico-Freunde, ich hoffe, Sie sind begeistert von dem Metropolitan und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen mit Ihren Familien, einen guten Rutsch ins neue Jahr und darf Ihnen noch zwei oder drei Informationen geben. Einmal, wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr sogar noch eine Auslieferung machen,
weil wir warten noch auf einen Container von Shashan, wo sehr viele Lokneuheiten mit Sound enthalten sind. Und ich hoffe, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das noch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dass sie die Sachen ausliefern können und die bei ihren Fachhändlern dann auch ankommen. Und möglicherweise wird es nicht vor Neujahr klappen. Das weiß ich nicht ganz genau, ob die dann noch ankommen, die Lieferungen. Aber auf jeden Fall in der ersten Januarwoche gehen Sie zu Ihrem Fachhändler und dort bekommen Sie dann die neuesten Produkte von Pico. Eine weitere Geschichte, wir werden Anfang des Jahres 2024 wieder unseren Neuheitenfilm drehen. So Mitte des Monats Januar haben Sie dann Gelegenheit, sich die ganzen Neuheiten anzuschauen. Und ich kann Ihnen eins sagen, wir haben super Neuheiten entwickelt für das nächste Jahr. Übrigens gibt auch einen neuen Katalog 2024 in H0, in TT, in N und in G. Ich habe ihn gerade schon gesehen, ist vom Drucker gekommen, sieht toll aus, ist eine tolle Aufmachung. Also wir sind da relativ stolz darauf. Nächstes Jahr 75 Jahre Pico, großes Ereignis für uns und ich möchte Sie alle ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am 22. Juni 2024 einladen. Wir werden viele Besonderheiten für Sie vorbereiten und das dürfte für Sie sicherlich eine interessante Geschichte sein. Bitte kommen Sie. Gut, und in diesem Sinne nun frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch und tschüss.